willkommen beim Whisky-Nerd. Ich wünsche euch einen schönen Sonntagmorgen und heute bin ich ganz spontan, weil, ja, ich drehe ja die Videos immer meistens in der letzten Minute, bevor es eben Sonntag am Morgen ist. Und ja, diesmal kommt aber spontan ein Besuch, deswegen habe ich nicht so viel Zeit und musste jetzt hier spontan schnell sein und konnte nicht so in aller Ruhe, wie ich es normalerweise mache, mein Video starten. Also ein Ruckzuck-Video. Und ich habe heute hier einen Vergleich für euch. Und zwar habe ich vor ein paar Wochen ja den Smoky Scott Islay Single Malt probiert für euch. Den Oloroso Cask Finish 8 Jahre. Und wie ich dieses Video damals hatte, schrieb mir der liebe Harald von Literatur und Whisky, ein wirklich toller Kanal, schaut mal vorbei, hat mir geschrieben, er würde hier gerne einen Vergleich mit dem Port Escape sehen und hat mir dann dieses große Sample dafür geschickt. Vielen lieben Dank, Harald, für dieses tolle Sample. Wie du siehst, habe ich mich schon ein bisschen da durchprobiert in dieser letzten Woche. Und der gefällt mir auch ziemlich gut. Wir haben hier nochmal 8 Jahre, der hatte 54,6% Oloroso Cask Finish. Und der hier 8 Jahre 45,8%. Den habe ich ja damals schon genauer vorgestellt. Wenn nicht, schaut dann nochmal in das Video hinein. Und heute eben der Port Escape. Nicht gefärbt, nicht kühl gefiltert. Da hat man fast den Eindruck, ja, fast schon heller wie Weißwein. Der ist wirklich sehr hell. Und ich habe da eigentlich nicht viel gefunden. Manche sagen, es ist nur reine Bourbon-Reifung. Aber dann bei Wick habe ich mich auch mal durchgelesen. Da steht dabei Mischung aus verschiedenen Fässern, wo auch angeblich Sherry damit drin sein sollte. Aber kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Preislich sind wir hier um die 49. Und dann eben der Smoky Scott um die 10 Euro ungefähr teurer. Und ich habe hier noch einen dritten Kandidaten. Achte mir, wenn ich die zwei hier probiere, habe ich hier noch einen 8-jährigen, rauchigen, österreichischen Whisky. Ich sage ja noch nicht, welcher das ist. Bin nur sehr gespannt dann auf diesen Vergleich. Aber ich starte mal nochmal kurz zur Erinnerung mit dem Smoky, schon länger her. Der hat eben eine so schöne, rauchige, dunkelfruchtige Nase. Schöner Rauch, aber eben bei auch dann kommt schön, bei dem kommt wirklich sehr schön der Oloroso. Und jetzt bin ich hier gespannt einmal. Der hat eine sehr schöne, frische Nase. Schöner, süßer Rauch. Angenehm. Im Hintergrund ein bisschen so eine zarte Meeresbrise, aber er hat auch Vanille, er hat eine schöne Zitrusnote. Angenehme Nase. Ein wirklich sehr schöner, junger, rauchiger Single Malt. Man könnte auch sagen, hier vergleiche ich Kaila gegen Kaila, wenn man so den Gerüchten folgt. Und jetzt hier nochmal zum Österreicher. Sehr schön rauchig. Und hier wirklich schöner Oloroso. Ebenfalls ein bisschen süß. Bisschen nussig. Sehr schöne Nase, aber ich probiere jetzt mal nochmal den Smoky Scott. Immer wieder gut, der Smoky Scott.
schöner, intensiver Antritt. Verbreitet sich am ganzen Gaumen. Da. Immer wieder gut. Schön fruchtig, Rosinen. Leicht nussig. Sehr cremig, ölig. Das ist wirklich ein sehr schöner. Der hat mir schon damals schon sehr gut gefallen. Ja, der Garten ist endlich fertig. Wenn es das Wetter zulässt, heute ist es leider zu windig, dann werde ich einmal ein Video im Garten drehen. Der Garten ist jetzt wirklich sehr schön geworden, war eine große Baustelle. Aber jetzt haben sie endlich schön. Auch ein neuer Griller haben wir uns jetzt hier gegönnt. Haben wir heute eingeweiht. Grillsteaks, Bauchfleisch oder Würstchen für die Kinder. War auch lecker. Aber jetzt muss ich mich beeilen, bevor der Besuch kommt. War eigentlich nicht geplant, aber ja, wenn sich ein Freund anmeldet, dann kann man nicht nein sagen. Probieren wir mal den. Sehr ölig. Okay. Wunderschöner Antritt. Schöner Rauch. Süßer Rauch. Geht so Richtung Lakritze. Dazu eben diese schöne Zitrusnoten. Der ist echt schön. Bisschen pfeffrig, aber der ist wirklich schön. Schöner, öliger Antritt. Hat einen schönen Antritt, der hat ja auch 45,8%. Schöner, süßer Rauch, eben durch diese Süßholz-Lakritze. Bisschen Vanille, schön Karamell. Pfeffer kommt ein bisschen am Gaumen auch. Und dazu eben dann diese schönen Zitrusnoten. Ein sehr schöner, junger Raucher. Da könnte ich eigentlich, was haben wir denn noch? Theoretisch hätte ich da noch jetzt nicht den Triple Wood, aber da hinten haben wir noch einen Quarter Cask. Der ist auch immer bei mir zu Hause, der Quarter Cask, also der Volk, auch immer eine Empfehlung wert. So wie der Triple Wood, aber den leider gibt es ja nicht mehr. Probieren wir mal. Sehr schöner Antritt. Ja, alle drei rauchig. Schöner Rauch. Fruchtig. Malzig sind. Braucht man nicht sagen. Kommt schön die Nuss durch. Eher wieder ein bisschen trockener. Zum Abgang hin. Ah, der hat wirklich schöne Rosinen, ein bisschen Nussigkeit mit dabei. Also der hält da locker mit. Ja, seid schon gespannt, welcher Österreicher das ist. Kleiner Tipp, 100% Port Elmalz. Also dann werden es die meisten schon wissen. Ah, der Smoky Scott. Wer junge, rauchige Single Malts mag, kann ich den Smoky Scott auf jeden Fall empfehlen. Der hat wirklich eine wunderschöne, süße, sehr fruchtig, schöner Rauch. Mittlerweile schmecken eh schon fast die zwei fast gleich. Der hat natürlich eine schöne, dunkle Nase, weil er eben so schön fruchtig mitkommt.
Und der frischer, mehr zitruslastig. Liegt etwas jünger, aber echt gut. Ölig. Bisschen Pfeffer. Vanille. Schöne Vanille. Lakritz. Die sind alle gleich. Für den Sommer jetzt, für die Hitze, wäre der Board S Cake echt. So. Jetzt muss ich beenden, der Besuch kommt bald. Und eigentlich alle drei verdienen hier eine 2 am heutigen Tag. Der Österreicher war der hier. Habe ich von Graz mitgenommen. Das ist ein Hand Filled, 7 Jahre ist er sogar nur, entschuldigt, Oloroso Peated mit 48,7%. Werde ich nochmal ein Video natürlich machen, so wie auch diesen Kandidaten. Der war echt lecker, ein Tony Port. Da habe ich auch die große Flasche mitgenommen. Wie gesagt, alle drei wunderbar, kann eigentlich alle drei empfehlen. Der ist vielleicht ein bisschen schwieriger zu bekommen für manche. Jetzt für den Sommer würde ich den Board Escake vorziehen. Aber dann so ab dem Herbst kommt der wirklich dieser dunkelfruchtige Smoky Scott sehr schön. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen, wenn ihr euch für einen von diesen drei entscheiden wollt. Die goldene Mitte für den Sommer würde ich jetzt mal empfehlen. Ich wünsche euch jetzt einen schönen Sonntag. Bis zum nächsten Mal. Euer Whisky-Nerd. Ciao.